Servus und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Eagle. Und ja, ist ja gut. Ah Mann, der Placid, der mich hier die ganze Zeit zulabert. Den haben wir im letzten Part getroffen. Jetzt müssen wir hier die Mall ausräumen. Der quatscht mir jetzt hier in meine Anmoderation. Also das da finde ich jetzt aber nicht so nice. Muss mal gerade mal was schauen. Okay, die Klingen sind aktiviert. Jetzt wollte ich noch mal was schauen im Inventar. Okay, ne, wir haben ordentlich Platz. Alles super. Wir haben immer noch diesen Dildo da. Warte mal, wir gehen auf das bessere Messer. 471, genau. Ah, wir hätten sogar noch ein besseres Katana, aber das brauchen wir aktuell nicht. Gut, von mir aus mit dem Messer. Können wir mit dem Messer gehen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal die Mall betreten. In den Hintereingang. Ist aber echt schön. Ist eine schöne Gegend hier. Ist so ein bisschen wie im Prater in Wien. Bloß natürlich hier alles noch etwas abgefuckter. Jetzt müssen wir erstmal schauen. So, hier sind doch diverse Leute, oder? Ich sehe es doch. Oder zumindest einer. Ah, hier hängen noch ein paar rum. Genau. Sind das die einzigen? Ja, ich sehe zumindest keine weiteren. Nee. Ich mache mal ein Breach-Protokoll. Mal schauen, was wir machen können. 55, 7a, 7a. Perfekt. Und die Kameras sind deaktiviert. So muss das sein. Und jetzt lass mal überlegen. Wir können natürlich... Einen kriegen wir sicherlich von hinten. Den kriegen wir sicherlich von hinten, oder? Komm her. Mit F. Das war's. Jawohl, den hätten wir. Der liegt auch noch so schön praktisch im Busch. Habe ich den gerade ausgeräumt? Ja, habe ich schon. Okay, pass auf. Das sind zwei Leute. Ich würde sagen... Bei dem einen starten wir die Optik neu. Knacks. Und das war's mit dem. So, das sind die sogenannten Animals. Sind schon ziemliche Viecher, muss man sagen. Also, doch, ziemlich krass. Oh, was hat der denn da dabei gehabt? Schwarzmarktbatterie, legendär. Was ist denn eine Schwarzmarktbatterie? Was kann die denn? Schwarzmarktbatterie. Erhöht die maximale Aufladung und den Schaden nach Aufladung um 100%. Okay. Das ist, glaube ich, was für so Tech-Waffen, oder? Weil die laden sich, die kann man ja aufladen. Okay, ist ja egal. Also wir haben diese Viecher jetzt alle jedenfalls relativ gut erledigt. Kann ich den vielleicht aufheben? Oder geht das jetzt nicht mehr? Ja, mich nervt das so, wenn ihr dieses kleine Kreuz auf der Minimap seht. Mein Gott, ich kann den nicht aufheben, oder? Ich will den die ganze Zeit aufheben, aber es geht irgendwie nicht. Ja gut, egal, dann halt nicht. Dann bleibt der jetzt halt da liegen, der wird schon nichts Wichtiges dabei haben. Gut, jetzt müssen wir erstmal rein. Wir haben jetzt erstmal den Hintereingang halbwegs gesäubert. Vor allem sind die Kameras aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Typ sieht mich fast. Ja, ja, nee, nee. Du guckst mal kurz woanders hin oder machst sonst irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Okay, ich sehe hier sonst keinen. So, mal kurz schauen. Okay, da läuft einer auf uns zu. Was hat der vor? Tobias, können Sie für eine verschissene Ewigkeit gucken? Okay, pass auf. Den Kollegen würde ich gerne zum Selbstmord bringen. Beziehungsweise, na, wir starten die Optik neu. Das würde ich sagen, machen wir. Ja. Was? Lol, wo fährt der denn hin? Wow, die hat mich fast gesehen. Und außerdem ist das Feld gerade irgendwie festgebackt, kann das sein? Ah, okay, jetzt halt. Ach, die haben sich jetzt vertschüßt. Ja, das ist ja schön.
Das ist dir noch gar nicht aufgefallen, dass ich denen die Optik kaputt gemacht habe. Das ist schön. So muss das sein. Jetzt müssen wir da schauen. Wir müssen ja nicht unbedingt alle umbringen. Oh! Oh, fuck. Ich bin fast in die nächste Dreiergruppe reingelaufen. Okay. Jetzt lassen wir überlegen, wie wir die wegkriegen. Okay, es sind drei Leute. Ich würde sagen, vielleicht können wir die Leute einzeln ablenken. Aber es gibt hier nichts zum Ablenken, oder? Sehe ich das? Na, da hinten. Aber wenn ich das anmache, dann geht wieder die... Ah, okay. Wir müssen einfach nur warten, bis die sich trennen. Oha. Shit. Kann es sein, dass sie... Die fahren jetzt auch weg, oder? Boah, das war knapp. Ja, die fahren jetzt. Ich muss die gar nicht umbringen. Ich kann einfach warten, bis die abhauen. Ja, gut. Fällt denen auch gar nicht auf, dass die da über Leichen fahren, oder? Wow. Ihr seid echt Genies, ne? Egal. Da hängt jetzt jedenfalls oben einer rum. Ah, okay. Der sieht mich voll. Ey, da müssen wir anders reingehen. Wir gehen da jetzt erstmal hin. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Gut. Finde den Wagen in der Lobby. Ja, das machen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt, was man vielleicht brauchen könnte. Unter Umständen. Nee, sieht mir nicht danach aus. Okay, dann gehen wir mal hoch. Einen Doppelsprung haben wir, ja. Ich will nur hoffen, dass der da nicht sich gerade umdreht, wenn wir da sind. Okay, ne, das geht noch, das geht noch. Na? Tschüss, Kamerad. Nicht tödlicher Takedown. Wer macht das jemals? Ah, da liegt eine Waffe rum. Und ein bisschen Muni. Das ist doch super. Soll sich gar nicht stören lassen. Da stand jetzt noch so ein Typ rum. Okay, sehen tut er mich eh nicht. Wir räumen mal kurz das Regal frei. Achso, da. Wir verbinden uns. So, 7A1CE9. Hm. Oder wir machen 5577ABD. Nee, das geht nicht. 7A1CE9 geht. E9, BD, 1C. Na gut, immerhin 2 von 3. Ich weiß nicht, was wir da gerade eingesackt haben, aber... Ist da irgendeiner? Nee. Hier ist keiner. Das ist sehr schön, wenn hier keiner rumhängt. Kann das hier schön diskret machen. Ich bin so froh, dass die Kameras aus sind. Das macht es echt um einiges leichter. Achso. Nein, den Typ. Nein, den habe ich doch markiert. Ich will das andere wieder entmarkieren. Ah, so, jetzt. Die neuen Modelle lernen dazu. Reagieren auf deine Absicht, nicht auf Bewegung. Soll heißen, die neuen wissen, was ich mache, bevor ich es mache? Sehr nice, sehr nice. Noch einer, noch einer. Und den hier kann ich jetzt einfach verkloppen? Ja, genau. Ja. Da ist noch ein. Alter, wie viele sind das denn? Lass mal abwarten, ob die sich trennen oder ob sonst irgendwas passiert. Also sie gucken zumindest nicht her. Der kloppt sich mit dem... Der kloppt sich mit dem Bot. Ah, er geht weg. Er geht weg. Gut, ich könnte sie einfach umgehen. Auch die Euro-Dollar nehmen wir erstmal mit. Schaden tut's ja nicht.
Frage ist, ob das jetzt jemand sieht. Wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz hier hin, in den Gang und speichere das gerade mal ab. Weil wir sind bis jetzt ganz gut durchgekommen. Und das hätte ich gerne weiterhin so. Ich möchte hier keinen Großalarm haben. Wow, wow, wow. Fuck, die Kameras sind wieder an. Was soll die Scheiße? Wow, das war knapp. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Der Dex 3 ist von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das war knapp. Das war close. Krieg ich die einzeln weg, ist die Frage. Nee, ich umgehe die einfach. Ganz ehrlich, das ist mir zu heiß. Ich umgehe die einfach. Der Animal guckt aber nicht in meine Richtung. Nein, tut er nicht. Böser Fehler, Kamerad. Böser Fehler. Ah, fuck! Fuck, der hat sich zu schnell umgedreht. Scheiße, müssen wir nochmal neu laden. Sorry. Geht nicht anders. Nee, weil klar, ich kann die jetzt alle umballern, aber was soll das? Ah, Dreck. Nee, das war... Ich hab's befürchtet, dass er sich umdreht. Ich hätte vielleicht seine Optik ausmachen sollen für die Sicherheit. Egal, dann trinke ich kurz ein Schlückchen, dann machen wir gleich weiter. Es muss ja gehen, Freunde. Das kann ja nicht wahr sein. Also, klar, wir müssen nicht alle umbringen. Aber wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir nachher nicht so viele Gegner haben, sollten wir doch entdeckt werden. Das war jetzt gerade richtig dumm. So. So, was macht der Typ? Oh, ich möchte aber verhindern. Ach, der ist auf der Hantelbank. Starten wir mal die Optik neu. Ja, der sieht mich ja voll. So, tschüss. Danke dir. Du wirst mich nicht nochmal verpfeifen. Okay, hier geht's nicht mehr. Ach, den könnten wir ganz diskret hier aufräumen, sehe ich gerade. Ja, dann machen wir das doch, oder? Heben wir den auf und schmeißen den da rein. Das fällt auch bestimmt nicht auf. Plumps und weg. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Okay, aber das geht. Wir kommen hier hin. Wir kommen da durch ohne große Probleme. Wir können ins nächste Geschoss. Oh. Noch einer? Ah, wir könnten versuchen, die abzulenken. Das könnten wir machen. Das machen wir gerade mal. Okay, wie das einfach keiner rallt. Ah, jetzt guckt er doch mal nach. Vielleicht. Das war's mit dem. Jetzt müssen wir den anderen noch umbringen. Alter, wie nah soll ich noch hin? Wow, wow. Das war knapp. Fuck! Ja, wie soll ich den denn jetzt erledigen? Ah, okay. Oh, doch, ich sehe den Weg. Ich sehe den Weg. Jetzt dachte ich, jetzt wollte ich mich gerade beschweren, aber nein, es geht. Es gibt einen Weg. Ich sehe schon Geister. Ja, was denn? Komm, geh hin. Geh hin und guck dir das mal an. Und lass dich dann von mir hinten packen. Und dann töten und verstecken wir dich gleich. So, das war's mit dem Kollegen. Ich danke für die Mitbringsel. Und der Kollege hier kommt auch gleich mit. Und weg damit.
erneut ein Animal hingerichtet. Hier liegt irgendein Zeug. Was ist das hier? Mad Stalk nehmen wir natürlich auch gerne mit. Hier sind die ganzen tollen Wegwerfgelegenheiten. Warum? Hier sind doch sonst nur die zwei. Sonst ist hier doch gar keiner. Was eine Verschwendung. Naja gut, andererseits, komm, scheiß drauf. Wir müssen ja nicht alle umbringen. Wir gehen jetzt einfach mal. Wo ist dieser Kamionett? Die Haupthalle. Finde den Kamionett. Ja, ja, ist ja gut, mache ich gleich. Aber erstmal, Alter, sind das wieder viele Leute. Da sind zwei. Da ist auch noch einer. Nein, nicht das Ding. Den Typen da. Nein, ich sagte, der da hinten. Glaubst du es? Es kann nicht so schwer sein, die zu markieren. Der hier. Und der hier auch. Okay. Es sind eine ganze Menge Leute da. Okay. Okay, aber die trennen sich. Das ist ganz, ganz böser Fehler. Knack. So, warte mal. Den Kollegen heben wir auf und schmeißen ihn irgendwo weg. So. Den schmeißen wir gleich mal weg. Ganz merkwürdiges Hintergrundgesirre und Getue, aber ich glaube, das kommt von diesem Bot, mit dem die sich die ganze Zeit da kloppen. Und weg ist er. So, keiner hat was gemerkt. Wundervoll, wir können weiter. So, was ist hier drin? Oh, ein Gewehr. Was für ein Gewehr war das? Habe ich ein besseres Scharfschützengewehr eigentlich? Achso, nee, das hier glaube ich. Nee, Bullshit. Neue Items. Ah ne, das ist die Overwatch. Ne, irgendwas anderes haben wir neu dazu gekriegt. Dann machen wir wieder Schaden pro Sekunde von oben nach unten. Das passt schon. So. Ach, der patrouilliert da in der Gegend rum. Oder die. Können wir. Fuck, ist ja gut. Ziehen wir's durch. Wow. Nicht rüber gucken. Hier, guck mal. Da, ein schönes Ablenkungsmanöver. Nur für dich. Alter, wie es ihn einfach nicht juckt. Lol. Aha. Dann von mir aus dieses Ding da hinten. Komm. Da musst du doch mal gucken, was da los ist. Nee, nix, Moment mal, alles gut. So, den schmeißen wir gleich mal weg. Dann geht er uns später nicht im Weg um. Und tschö. Wir nehmen Zeug mit. Wir haben jetzt wieder irgendeinen Splitter gefunden. Net-Schamane, nicht, dass mich das jetzt ernsthaft interessieren würde gerade. Ich weiß eh, glaube ich, wo der Kamionär ist, aber ich will erstmal so viele Rückenbedrohungen wie möglich ausschalten. Und eine EMP-Granate haben wir gefunden. Nice. Wo geht's da runter? Ah. Ja, es gibt nur diesen einen Weg, oder? Ich bin eh nicht aus Versehen irgendwem in die Reichweite gehüpft. Ah. Wow. Wer hat da in meine Richtung geguckt? So. Egal, der wird mich gleich wieder vergessen haben. Ich bin ja quasi wie ein Geist hier. Es hat auch noch keiner Verdacht geschöpft oder so. Das ist schon mal ganz gut. Da ist noch einer. Alter, wie viele. Wie fucking viele. Okay, warte mal. Den Kollegen hier. Können wir den mit irgendwas ablenken? Nicht wirklich. Ah, der sieht mich halt voll. Das ist das Problem.
Aber andererseits, der ist, glaube ich, so weit weg, ich könnte versuchen, ihn zum Selbstmord zu zwingen unter Umständen. Wisst ihr was? Ich speichere das gerade mal. Ich speichere das und ich schaue mal, was passiert, wenn der Typ sich jetzt selber den Hahn zudreht. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, Kollege, du bringst dich einfach mal kurz spontan selber um. Schließ ab mit deinem Leben. Wow, ist das ein Idiot. Gut, andererseits, es zwingt das Ziel ja zum Selbstmord. Das ist ja... Gut, okay, ist ein Geschützturm, den machen wir erstmal aus. Und den heben wir gleich mal auf, damit der uns nachher keine Probleme macht. Danke für die Knarre. Gibt es hier irgendwelche Entsorgungsmöglichkeiten? Das klingt so steril, aber... Irgendwie Möglichkeiten, wo ich den... Ah, wisst ihr was? Ich schmeiß den da hinten einfach irgendwo in eine Ecke und hoffe, dass ihn so schnell keiner findet. Hier zum Müll kannst du dich ja dazulegen. Ja, sorry. Sein Leben nahm ein schnelles und tragisches Ende. Oh, da ist noch ein Typ. Der ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Nein, nicht der, nicht das Ding. Der ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich weiß eh ungefähr, glaube ich, wo dieser... Ah, da ist der Kriminelle. Ja, geh zum Wagen. Das sagt sich so leicht. Ja, gewaltsam öffnen bringt er jetzt auch nichts. Warte mal. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Das wäre jetzt der Gag, wenn das auch noch funktioniert, oder? Okay, irgendwelche... Wenn du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unser Eis durchbrechen, holen Sie sich Agua und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmus. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viele Daten Sie haben, aber Ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Ah, na gut. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Placid? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Okay. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden, ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Dort sieht dich niemand. Wow. Oh, das war knapp. Das war arschknapp. Zeig deine hässliche Visage. Scheiße. Ja, gut, dann tschüss, du Sau. Wer ballert da auf mich unbefugt? Batz, batz, batz. Boah, ist das ein Geschnetzel hier. Na komm, Kopf hoch, Kopf hoch. Tja, mit mir ist nicht zu spaßen. Selbst wenn man mich findet. Gut, okay, egal. Da wird mal kurz hier ein bisschen gelootet. Sofern das funktioniert.
So, ich danke. Wow! Wow! Schnauze! Ich brauche mein Scharfschützengewehr. Dann werdet ihr nämlich ausgequetscht. Nachladen. Hältst du mal deine blöde Fresse? Jetzt, Kopfschuss. Meine Fresse, das hat gedauert. Nachladen. Da ist doch noch irgendeine. Da hinten. Ich sehe dich doch. Hey. Köpfchen hoch. Na los, mach das Köpfchen hoch. Offen. Nein, Dreck! Reload. Jetzt hat. War zwar kein Kopfschuss, aber egal. Scheiß drauf. Da ist noch einer. Ich sehe dich doch, du Sack. Wie habe ich denn den nicht... Wow, wie habe ich denn den nicht treffen können? Okay, Street Cred 40. Sehr, sehr gut. Aber jetzt ist, glaube ich, Ruhe. Jetzt ist, glaube ich, Ruhe. Okay. Wir können die Waffen wieder wegtun. Perfekt. Ja, dort sieht dich niemand. Lol. Das hat ja gut funktioniert. Ich bin den Schacht hochgeklettert und dem anderen direkt vor die Linse. Ja, gut, okay. Ja, manches Mal geht's halt nicht mit Stealth, aber deswegen lade ich jetzt nicht neu. Wir sind sehr gut mit Stealth eigentlich bis zum Van durchgekommen. Das war schon mehr, als ich eigentlich gedacht hätte, dass wir schaffen. Okay, jetzt zum ersten Stock, dem Kino. Gut. Ich würde sagen, wir machen das wieder schön mit den Mantis-Klingen. Ich liebe die Mantis-Klingen. Wir haben jetzt irgendeinen Splitter wieder gefunden. Chrome Night Love ist jetzt, glaube ich, nichts, von dem ich jetzt wahnsinnig beeindruckt sein sollte. Ich weiß es nicht. Wo sind die denn alle? Ich halte die Taste nur gedrückt für den Fall, dass wir einen Sprungangriff machen müssen. Oder können. Dann springe ich da nämlich gleich mal rein und zerhäcksel den Erstbesten, der mir vor die Klauen kommt. Da ist das Kino. Hallöchen, hier ist das Kino. Ist das Cinema? Augen auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, ha? Shit, shit, shit. Oh, 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 wer... Wer oder was ist das? Matilda K. Rose. Oh, ich kann die nicht zum Selbstmord zwingen. Interessant. Resistent gegen Elektroangriffe. Na gut, machen wir mal Breach-Protokoll. Fangen wir mal damit an. 7A55. Okay. 7A55. Ja, das ist eine Nahkämpferin. Da gehe ich besser nicht mit den Klingen hin. So, warte mal. Dann machen wir erst einmal Synapsen-Burnout. Komm schon, trau dich. Wow, what the fuck? Tschö! Nicht getroffen. Ne, 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 ne. What the fuck? Batz, 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 batz. Alter, hörst du mal auf? Bereit für etwas Spaß? Hältst du mal dein Maul? Was ist los? Den Schwein will ich haben. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Batz! Wow, 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 what the fuck? Die hat Helferlein? Wie assi! Nachladen!
Bats, komm, Klinge in die Fresse. Yes! Bring dich um, du Sack. Oh Gott, das war knapp. Das war sowas von knapp. Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich hab gedacht, wir überleben das nicht. Aber hey, in einer Kombination aus wildem Herumgehacke, ein bisschen Rumgehecke, das war jetzt gerade ein Wortwitz, war gar nicht beabsichtigt, aber, wir haben es geschafft. Oh. Alter, die Knarre ist heilig. Da oben hängt noch irgendeiner rum, den müssen wir gleich kalt machen. Aber an sich bin ich zufrieden. Wir haben den fetten Brocken aber ausgeschaltet. Und das auf eine Art und Weise, die gar nicht mal so unbedingt typisch ist für einen Assassinen. Wir haben die einfach weggehäckselt. Zack, zack, zack. Ah, danke. Ist jetzt alles mal wieder offen. Wundervoll. Die haben extra die Arena dicht gemacht. Dann hat der große Gladiator kassiert und jetzt haben sie ein Problem. So, rein da. Oh, ein Kino. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar. Du musst zuerst... Was sieht? Lass mich raten, wir haben jetzt gleich ein Problem. Hallöchen. Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Was willst du? Die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Okay. Genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Royce Mosley, Netwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Sorry, ich arbeite nicht für Konzerne. Komm schon, das macht jeder. Hast du bestimmt auch. Ich könnte das sogar überprüfen, aber wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Tinetune sind seit Tagen kaltgestellt, seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Du bläffst. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, steckst fest, vollkommen ausgeliefert. Ich wüsste nicht, warum wir nicht beide lebend hier rauskommen sollten. Oh, du hast mein Wohl im Sinn. Gehört Altruismus jetzt zur Netwatch-Mission? Du musst uns nicht mögen, um zu merken, dass wir bessere Partner sind. Vielleicht schaffst du es, Brigitte zu befreien. Aber was bringt dir das, wenn du dabei drauf gehst? Das ist die Frage. Ihr habt Brigitte? Wie habt ihr das geschafft? Wir wussten, die Voodoo-Runner würden sofort nachsehen, was in der Mall los ist. T-Neptune brach als erster rein. Nachdem wir ihn geeist hatten, sprang Brigitte rein, nutzte ihn als Schild. Ist eine harte Nuss, aber trotzdem stecken geblieben. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Gut, dann machen wir das. Na gut. Schauen wir mal. Alles normal, normal, normal. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Gut, machen wir. Das sieht mir alles irgendwie verdächtig gleich aus. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Die Datensammlung. Warum habt ihr Pacificas Runner im Visier? Das ist der Job. Es geht um Rezo Agwe, oder? Ihr wollt kein unabhängiges Netz, wo eure Dienste nicht erwünscht sind, was?
Es gibt keine unabhängigen Netze. Wenn die Voodoo-Boys die Blackwall durchbrechen, sind wir alle am Arsch, so oder so. Brigitte und der andere, Neptune, wie ist ihr Zustand? Ihre Tags sind aktiv. Die Voodoos erhalten sie wohl am Leben. Aber das können sie nicht ewig tun. Nein. Was Brigitte und T weniger nützlich für uns macht. Wir wollten über ihre Schnittstelle ins Voodoo-Subnet eindringen, aber Brigitte zeigte sich stur. Sie hat ein paar Bytes aus unseren Systemen entwendet, bevor wir sie hatten. Kostprobe eurer eigenen Medizin? Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Blackwall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand weiß die Frage. Weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo-Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Tja, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie wir... Wollen wir ihn platt machen oder wollen wir mit ihm verhandeln? Ich würde sagen, wir verhandeln erstmal mit ihm. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also, die Uhr tickt. Okay, mach schon. Das machen wir. Ich wusste, wir werden uns noch einig. Wie kannst du auf den Scheiß reinfallen? Gut, wir nehmen den Splitter. Dann schauen wir mal. Oh, fast vergessen. Die Söldnerin geht. Sie gehört jetzt zum Team, also seid nett zu ihr. Keine Probleme, ja? Viel Glück. Hab das Gefühl, wir sehen uns wieder. Mach bloß keinen Scheiß, Kollege. Ich war jetzt mal kulant. Ja? Ich würde auch sagen, wir speichern an der Stelle. Und, geht derzeit nicht. Ja gut, dann werde ich einfach die Aufnahmesitzung dann gleich weitermachen. Aber für jetzt beenden wir mal den Part. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, Leute, macht's gut. Servus und ciao.